Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Ramona und das ist mein Kanal Bin Stempeln. Und wie ihr schon sehen könnt, dreht sich heute alles um dieses hübsche Stempelset hier, nämlich mit diesem kleinen niedlichen Käfer. Und dieses Stempelset, das findet ihr im neuen Mini-Katalog auf der Seite 20. Und passend dazu gibt es auch wieder eine Handstanze. Damit könnt ihr den Marienkäfer ausstanzen und die beiden Produkte gibt es auch wieder im Produktpaket und da könnt ihr wieder 10% sparen. Genau. Und mit diesem Stempelset möchte ich heute eine sogenannte Interaktivkarte basteln. Also eine Karte, die was kann. Und die sieht von vorne einmal so aus. Und wenn ich jetzt nun am Band ziehe, dann seht ihr, wie sich der kleine Käfer in Bewegung setzt. Und dann nimmt er Platz auf diesem nächsten Blatt. Genau, und diese Karte möchte ich gerne heute mit euch basteln. Und am Ende des Videos zeige ich euch dann noch eine Alternative, was ihr noch so mit diesem Käfer anstellen könnt. Und starten werden wir mit der Innenkarte. Dazu benötigt ihr ein Stückchen Farbkarton in Grundweiß mit den Maßen 13,2 x 9,7. Dann benötigt ihr noch Designerpapier. Ich habe mich jetzt für das Designerpapier Abstrakte Schönheit entschieden. Das findet ihr ebenfalls im Mini-Katalog auf der Seite 49. Und wie ihr sehen könnt, hat es auch eine besondere Größe. Das Designerpapier, was ihr sonst so kennt, hat ja entweder ein Maß von 15,2 x 15,2 oder dieses große Papier, das hat dann die Maße 30,5 x 30,5 und das hat jetzt eine schöne Kartengröße, nämlich das hat eine Größe von 10,2 x 15,2 und ich finde, das sind ganz tolle Papiere drin, für ganz viele Anlässe geeignet und ihr bekommt von jedem Blatt Papier, also immer 4 Stück, also das ist immer einmal die Vorder- und einmal die Rückseite, also das ist, ne, hier so. So sieht das Ganze einmal aus. Und davon nehmen wir auch eins raus. Da habe ich mich für dieses hier entschieden. Und das müssen wir noch zurechtschneiden. Da brauchen wir den Papierschneider. Und das hat auch die Maße von 13,2 x 9,7. Also ich lege jetzt hier bei 13,2 an. Ich schneide einmal ab. Dieses kleine Stück, das nehmen wir für die Innenkarte. Das schneiden wir uns noch kurz fertig. Und zwar legt ihr das noch auf die kurze Seite und schneidet bei 9,7. Und das wird dann später der Aufleger von der Karte. Das können wir erstmal auf die Seite legen. Für die Innenkarte habe ich dieses Blatt schon mal abgestempelt, ausgeschnitten, weil dafür gibt es ja leider keine Stanzform dazu. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Das ist einmal für oben drauf und einmal für die Innenkarte. Und dann können wir das auch schon mal zusammenkleben. Überschuss schneide ich einmal ab. Dann habe ich den Spruch aufgestempelt, du bist in jedem Punkt genial. Den stempel ich einmal mit Memento. Da könnt ihr euch ja austoben, wie ihr das gerne möchtet. Ich habe jetzt hier in die Ecke einfach den Spruch aufgesetzt und bevor ich das Blatt hier aufklebe, müssen wir auch einen Magneten drunter setzen. Ich habe jetzt aber gemerkt, ich habe jetzt nur noch 2 Magnete von dieser Größe
Und ich habe das vorher nochmal getestet und ich habe jetzt festgestellt, dass die sich falsch anziehen. Weil normalerweise würde ich jetzt diesen Magneten, der ist selbstklebend, also da ist die Schutzfolie noch drauf, den würde ich jetzt normalerweise hier auf das Blatt unten drunter kleben. Und dann müsste normalerweise am Marienkäfer, da wollte ich den anderen befestigen, der müsste ja dann so rum drauf. Aber das ist genau der Gegenpol. Also wenn ich das fallen lasse, sitzt die Klebefläche auf einmal unten. Das heißt, hier wäre dann die Klebefläche unten. Und das ist ja natürlich Blödsinn. Jetzt habe ich gerade mal geguckt, was ich noch für Magnete habe. Jetzt habe ich nur noch diese ganz kleinen hier. Die sind natürlich viel kleiner wie die anderen, wie ihr sehen könnt. Deswegen werde ich heute zwei von den Magneten nutzen. Die sind auch nicht selbstklebend, die muss ich irgendwie so aufkleben. Muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Die haben zwar eine starke Kraft, das sieht man ja hier auch, ne? Ja, ich werde es heute mal mit denen probieren. Genau, also. Dann nehme ich mir jetzt einfach mal zwei davon. Und das ist jetzt so eine Sache, wo ihr das Ganze hinsetzen wollt. Also ich weiß, dass ich bei der Karte, wenn ich das rausziehe, dass die dann direkt auf dem Blatt aufkommt. Da müsst ihr dann so ein bisschen rumspielen, wo das am besten euch gefällt. Ich probiere es jetzt mal mit Flüssigkleber. Und dann setze ich mir dann hier einmal drunter. So. Und dann kann ich das Blatt einmal oben drüber kleben. Und was ich noch gemacht habe, da habe ich aus dem Stempelset diese kleinen Pünktchen hier genommen und die habe ich mit Glutrot einmal aufgestempelt. Und dann wäre die Innenkarte schon fast fertig. Wir brauchen jetzt hier nur noch ein Band. Da könnt ihr euch entweder die Mitte ausmessen. Ich mache es jetzt einfach nach Augenmaß. Das ist ungefähr jetzt hier. Da stanze ich mir jetzt ein kleines Loch rein. Und dann habe ich benutzt dieses schöne schimmernde Satinband. Da schneide ich mir ein Stückchen ab und fädelt das einmal hier durch. Das funktioniert auch ganz gut, auch wenn es recht breit ist. So. Und dann nehme ich mir von den Coral Basics, nehme ich mir diese Farbe raus. Und binde mir hier außenrum eine Schleife. Dann kann man die Enden noch etwas kürzen. Und dann wäre die Innenkarte auch schon fertig. Die legen wir erstmal auf die Seite. Jetzt geht es weiter mit der Außenhülle. Dafür braucht ihr ein Stück Farbkarton. Das hat die Maße 21 x 14,5. Und es muss noch gefalzt werden. Dafür lege ich die lange Seite an und falze einmal bei 10 cm. Dann schiebe ich das Ganze einmal weiter und lege hier auf der rechten Seite jetzt bei 1 cm an und falze dann nochmal. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob das auf 14,5 hat. Ja, genau. Dann drehe ich das Ganze auf die kurze Seite. Die schmale,
Lasche ist jetzt oben. Leg nochmal bei einem Zentimeter an und dann falze ich von oben bis zur zweiten Querfalz. Und wenn wir da schon dabei sind, können wir auch das unten gleich schneiden. Da gehe ich mit der Schneideklinge her und schneide einmal von unten hoch bis zur Falzlinie. So. Jetzt können wir dieses Stück auch abschneiden. Das schneide ich etwas schräg ab. Und dann habt ihr hier noch an der Ecke, also hier diese Ecke, die schneide ich auch einmal so schräg ab. Dann können wir die Falzlinie einmal nachziehen. Jetzt benötigen wir noch ein Daumenloch. Dafür lege ich mir das Papier so hin, dass diese zwei schmalen Laschen einmal unten und einmal links liegen. Dann nehme ich das Designerpapier zur Hand und lege mir das einmal so auf, dass es oben und unten den gleichen Abstand hat. Und ich schaue, dass das Papier, also das Designerpapier, bündig mit dem Farbkarton einmal anliegt. Und ich habe jetzt mir das einfach gemacht. Ich habe jetzt einfach die 1,5 Zoll Kreisstanze genommen. Wer diese nicht hat, der kann sich aus den lagenweißen Kreisen einen Kreis aussuchen. Oder vielleicht habt ihr noch eine andere Handstanze daheim, mit der ihr dieses Loch stanzen könnt. Und ich werde das einfach so wieder nach Augenmaß machen. Da gucke ich in etwa, wo hier die Hälfte ist. Das ist jetzt ungefähr hier. Mit einem kleinen Abstand zum Rand, also so ein Zentimeter vielleicht. Wobei, das ist ja egal, das mache ich ja eh weg. Und dann stanze ich mir so ein kleines Stück einmal aus. So. Und wenn ihr das jetzt mittig aufsetzt, das Designerpapier, habt ihr dann hier noch einen kleinen weißen Rand. Und das finde ich eigentlich noch ganz schön. So, also das können wir einmal aufsetzen. So. Dann können wir die Hülle verschließen. Dafür brauchen wir Abreißklebeband und machen jeweils auf diese 1 cm Lasche einmal Klebeband drauf. Dann drücke ich die Klebelaschen einmal nach innen ein und jetzt versuche ich dieses so zusammenzukleben, dass es einmal bündig anlegt. Da gucke ich hier an der Seite und auch einmal oben. Dann fahre ich das Ganze nochmal mit dem Papierfall danach und dann wäre die Hülle auch schon fertig. Ah, hier habe ich was vergessen, sehe ich gerade. Da habe ich die Ecken noch abgerundet. Dafür habe ich die Trio-Stanze benutzt. Da könnt ihr ja einmal die Ecken abrunden. Ihr könnt ein Loch auch damit stanzen. Das hättet ihr auch damit machen können. Und ihr könnt dann auch noch so ein Element einstanzen. Aber ich möchte hier die zwei Ecken einmal abrunden. Das mache ich mal noch schnell. Und dann lässt sich das Ganze auch ein bisschen besser einschieben. So, genau. Jetzt geht es weiter an die Verzierung. Also da braucht ihr wieder ein Blatt Papier, was ich ja schon vorbereitet habe. Dann benötigt ihr noch ein Reststück Farbkarton. Und damit stempel ich mir jetzt erstmal das Gänseblümchen.
Das mache ich zweimal. Und da es ja für diese auch keine Handstand so das so gibt, habe ich mal überlegt, was man dann noch so machen kann, bevor man das mit der Hand ausschneidet. Und dann kam mir die Handstanze aus dem Gänseblümchenglück in den Sinn. Und zwar habt ihr ja da einmal eine kleine Handstanze und ihr habt auch eine große Handstanze. Und ich habe jetzt einfach mal mit der kleinen probiert und das funktioniert auch. Der Nachteil ist nur, wenn ihr das mit der Handstanze ausstanzt, habt ihr nicht diesen weißen Rand hier außenrum. Aber ich finde, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Und deswegen habe ich das dann so einmal ausgestanzt. So, die können wir dann auch einmal über das, den Papierfalter einmal ziehen. Falsch rum, so rum. Dann bekommt sie ein bisschen mehr Dimension. Und dann können wir die zwei Teile auch schon zusammenkleben. Die klebe ich einfach so ein bisschen versetzt übereinander. So. Und jetzt geht es an den Marienkäfer. Da habe ich mir den Körper schon mal auf den Acrylblock gezogen und den stempel ich einmal in Memento. Ich mache das mal ein bisschen auf die Seite hier. Dann stanze ich mir das Ganze einmal aus. Das ist schon mal der Körper. Und dann brauchen wir noch die Flügel. Die habe ich gestempelt in Glutrot. Und dann gibt es noch einen Zusatzstempel mit diesen kleinen Pünktchen und die stempel ich dann nochmal mit Memento. So. Und dann können wir die auch ausstanzen. Und was ich noch gemacht habe bei meiner anderen Karte, da habe ich unter die Flügel noch einmal die Flügel in Pergament ausgestanzt. Das mache ich auch noch. Und dann können wir das Ganze einmal zusammenkleben. Dafür nehme ich einmal die Mini-Klebepunkte und setze mir zuallererst einen Klebepunkt auf die Flügel in Pergament und die setze ich dann so auf den Körper. Normalerweise wird man die jetzt so aufkleben, so direkt am Hals, und ich setze sie so ein kleines Stückchen versetzt nach unten, klebe ich die auf, damit sie dann noch ein bisschen unten rausschauen. Dann die anderen Flügel einmal oben drüber. Und was ich dann noch gemacht habe, ich habe dann noch mal von dieser Kordel ein Stückchen genommen, habe mir eine Schleife gebunden und die auch einmal aufgeklebt. So, dann ist der Marienkäfer auch fertig.
Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch einen kleinen Spruch. Da muss ich mal gucken, ob dieses Stückchen hier reicht. Und dann stempel ich auch wieder mit Memento auf. Und da habe ich jetzt genommen den Spruch für einen Flottenkäfer wie dich. Den stempel ich mir auch hier einmal hin. Dann schneide ich mir das Ganze noch ein bisschen zurecht. Und dann können wir das Ganze auch einmal aufkleben. Und zwar mit den Magneten. Ich hätte jetzt beinahe dahin geklebt, was ja falsch ist. Und zwar müssen wir da schauen, wo, also wir haben ja hier einen Magnet schon aufgeklebt. Und wenn man die Karte einschiebt, dann ist der Magnet ungefähr auf dieser Höhe. Und da werde ich dann auch mein Blatt einmal ankleben. Das mache ich mit Dimensionals. So, dann nehme ich meinen Marienkäfer und setze mir da ein Magnet einmal hinten drauf. Ich muss es mir halt jetzt mit Flüssigkleber ankleben, weil die ja nicht selbstklebend sind. Ich hoffe, dass da einer ausreicht. Den lasse ich erstmal kurz trocknen. In der Zwischenzeit kann ich das Gänseblümchen einmal aufsetzen. Was ihr hier vielleicht nur beachten solltet, ist, wenn ihr die Karte rauszieht, dann bewegt sich ja der Käfer hier auf dieser Linie. Da solltet ihr nicht unbedingt irgendwas draufkleben, weil das könnte das Ganze behindern. Genau, so jetzt noch den Spruch. Den klebe ich einmal hier unten hin. Und schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Stecke ich die Karte einmal ein, setze den Marienkäfer oben drauf. Ich hoffe jetzt, der hat genug Kraft. Und dann testen wir das Ganze einmal. Jawohl. Und es funktioniert. Genau. So, dann hatte ich ja euch anfangs des Videos ja noch gesagt, dass ich euch eine Alternative zeigen möchte, was ihr noch so mit dem Flottenkäfer machen könnt. Und zwar habe ich da einmal eine kleine Schachtel gebastelt. Ihr könnt nämlich den Marienkäfer auch umwandeln in eine kleine Hummel. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Dreiecksbox gebastelt, auch mit einem Magnetverschluss. Da kann man dann was Kleines reintun. Und die Idee mit der Hummel, das habe ich von einer amerikanischen Demonstratorin. Und zwar hat sie das so gemacht, sie hat ein Stück Farbkarton in Schwarz einmal den Körper ausgestanzt. Dann hat sie den Körper nochmal ausgestanzt mit einem gelben Farbkarton. Den hat sie dann wieder zurechtgeschnitten, also hat sich praktisch die Streifen rausgeschnitten und einmal auf den schwarzen Farbkarton geklebt. Das wäre eine Variante. Ich finde, das geht aber noch einfacher, weil da, wo ich die Schachtel gemacht habe, da hatte ich ja dieses schwarz-weiße Designerpapier. Das stammt aus dem Designerpapier Mustermix. Und das könnt ihr genauso benutzen für die Hummel. Dann nehmt ihr auch einfach wieder ein Stückchen Farbkarton, stanzt den Körper aus. Dasselbe macht ihr auch mit dem Designerpapier. Und schneidet dann beim Designerpapier praktisch nur den Kopf ab. Und die weißen Streifen, die könnt ihr dann mit Stamping Blends einmal auskolorieren. Genau, und dann habt ihr auch gleich eine kleine süße Hummel. Genau. So, ich hoffe, euch hat meine
Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert mich. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Nachbasteln. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mona.